Hey Leute, Kev wieder am Start mit einem neuen Video von Emergency 5. Wir spielen heute die Massenkarambolage, die dritte Mission aus dem 20-jährigen Jubiläum. Und ja, die ersten beiden Missionen, das Straßenrennen und den Brandstifter, haben wir bereits erfolgreich abgeschlossen. Falls ihr die Videos noch nicht gesehen habt, ich werde die unten in der Beschreibung nochmal verlinken oder zum Ende des Videos nochmal einblenden. Da könnt ihr euch die gerne nochmal angucken. In dem Fall würde ich jetzt sagen, wir starten jetzt die Massenkarambolage. Spiel starten und los geht's. Die ganze Mission stammt aus Emergency 2 und ja, kommt aus dem Jahr 2002. Und wie man ganz gut in dem Bild erkennen kann, ja, handelt es sich hier, glaube ich, um VW Passat. Und ja, jetzt sind wir auch schon mitten im Geschehen. Wir gucken uns das Ganze mal an, haben jetzt hier den Verkehrsunfall. Aber als erstes werden wir uns erstmal die Einsatzmeldung durchlesen, damit wir auf dem neuesten Stand sind. Und zwar lautet die Einsatzmeldung: Auffahrunfälle zwischen mehreren PKW und einem Gefahrguttransporter mit Kerosinladung. Sichern Sie die Unfallstelle und kümmern Sie sich um die notärztliche Versorgung der Verletzten. Vermeiden Sie Staubildung, indem Sie den Zivilverkehr auf die Umgehungsstraße umleiten. Gut, erste Einsatzmeldung, Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten PKWs, mehrere verletzte Personen und einer gewissen Brandausbreitung bzw. mit mehreren PKW-Bränden. Dementsprechend werden wir den Einsatz natürlich jetzt direkt mal annehmen und gehen zurück ins Spiel. Können das jetzt wegklicken und ja, wir haben jetzt hier einen Shell-LKW, der ja auch langsam anfängt zu brennen. Deswegen müssen wir dementsprechend auch schnell handeln. Und ich verstehe nicht, warum wir jetzt hier nur zwei Rüstwagen alarmieren können. Ich kann es nicht nachvollziehen, Leute, warum wir nur zwei Rüstwagen alarmieren können. Gerade auf einer Autobahn wäre ein Tanklöschfahrzeug nicht verkehrt oder überhaupt ein wasserführendes Fahrzeug wäre nicht verkehrt. Ich verstehe nicht, warum die Entwickler uns jetzt hier nicht ein wasserführendes Fahrzeug zur Verfügung stellen, damit wir den Einsatz hier auch dementsprechend realistisch abarbeiten können. So, Rüstwagen sind eingetroffen. Ja, Leute, zwei Rüstwagen. Ich kann da leider nichts dran ändern. Aber wir hoffen, dass es auch so geht. Okay. So, sehr schön. Wir werden mit zwei Feuerlöschern wohl arbeiten müssen, weil wir hier keine Hydranten auf der Autobahn haben. Ist ja wohl selbstverständlich. Taste E. In Ordnung. Die anderen Kameraden werden sich um die Befreiung der PKW-Insassen kümmern. So, einmal bitte den... Wird gemacht. Ne, der brennt noch nicht. Einmal bitte hier den Kombi löschen. Wir haben jetzt hier auch... Ich finde das echt gut, dass man das so gut erkennen kann, dass es sich hierbei um einen VW Passat handelt. Man sieht es auf den ersten Blick auch direkt, finde ich. So, wir werden mal zwei Rettungswagen alarmieren. Leider kann ich nicht direkt vier oder fünf alarmieren. Ich muss sie immer wegschicken und neu alarmieren. Das finde ich ehrlich gesagt auch ein bisschen doof. Und ja, schöner Autobahneinsatz, Leute. In der Biberfelde-Modifikation habe ich ja auch sehr, sehr viele Autobahneinsätze aufgenommen. Und sind auch immer sehr gut angekommen. Dann werden wir nochmal einen Streifenwagen alarmieren. Jawohl. So, Streifenwagen ist jetzt auch alarmiert. Die Kollegen kümmern sich jetzt hier noch um die Brandausbreitung, um die PKW-Brände, beziehungsweise jetzt um den Kerosin-LKW, der uns jetzt hier gleich um die Ohren fliegt, wenn wir jetzt hier nicht anfangen zu löschen. So, perfekt. Rettungswagen haben sich dementsprechend auch schon sehr gut hingestellt. Ja. Jawohl. Erwarte Befehle. Dann kümmern sich schon mal um die Personen, die auf der Fahrbahn liegen. Was geht's? Bin dabei. Ich versuche auch, so gut wie es geht, mit der Kamera unten zu bleiben. Das ist ja auch immer sehr oft gewünscht worden. Bin bereit. So, dann können die Kameraden sich hier um die Befreiung der PKW-Insassen kümmern mit Taste U, Schere Spreizer. Okay. Höre. Dann haben wir hier einmal einen PKW, der aufgeschnitten werden muss. Erwarte und da hinten Befehle. Jawohl. Streifenwagen ist jetzt auch eingetroffen, perfekt. In Ordnung. Polizei wird das Ganze hier mal absichern. Wir müssen auch die ganzen Gaffer hier noch von der Autobahn holen. Bin dabei. Darum kümmern wir uns jetzt erstmal. Wir müssen uns natürlich erstmal um die verletzten Personen kümmern. Die haben natürlich Vorrang. Hauptsache ist erstmal, dass hier der Kerosin-LKW abgekühlt wird, damit der uns hier nicht um die Ohren fliegt. So, die ersten Personen sind abtransportfähig. Was geht's? Na gut, die kümmern sich schon von alleine drum. Ja, bin dabei. Bin bereit. Ich finde die Animation auch echt cool, wie sie den PKW aufschneiden und ja, die Person jetzt, wie man hier sieht, aus dem PKW ziehen. Finde ich eine sehr, sehr coole Animation. Genauso wie wenn sie ein Feuer löschen, den Schlauch an Hydranten koppeln. Sehr, sehr cool gemacht.
Der Rettungstransportwagen bringt das Opfer zur Krankenstation in der Basis. Leute, welches Fahrzeug könnte das hier sein? Das Fahrzeug ist natürlich jetzt ein bisschen ausgebrannt, aber es ist halt irgendwie ein Fahrzeug, ja, nachempfunden. Aber ich bin jetzt auch leider nicht so der Autoexperte und kann jetzt hier genau sagen, welches Auto jetzt hier dementsprechend original ist. Leute, kühlen, kühlen, kühlen! Alter Falter. Ja, wird gemacht. Eieiei. Ich dachte, der Pkw fliegt uns jetzt hier noch in die Luft. So, einmal die Passanten bitte hier, die Gaffer von der Autobahn. Einmal Megafon ausrüsten. Wo haben wir ein Megafon? Koste R. Okay. In Ordnung. Sehr schön. Einmal bitte hierhin die nächsten zwei Personen von der Fahrbahn nehmen. Es können natürlich auch Beteiligte sein des Verkehrsunfalls. Es können Ersthelfer sein. Es können aber auch Gaffer sein, ne? Also dementsprechend bin ich da auch ganz vorsichtig mit meiner Aussage. Will jetzt hier auch keinen verletzen wieder. Zu Befehl. Haben wir jetzt hier den Busch gelöscht? Perfekt. Komm. Bin bereit. Wir löschen erstmal eins zusammen. Haben wir jetzt die zwei Rettungswagen alarmiert, richtig? Ja. Dann kann der andere Kollege sich mal hier um die Absperrung kümmern. Wir werden jetzt die Autobahn vorsichtshalber nochmal absperren. So, Autobahn wird auch nochmal abgesperrt. Wie sieht es hier mit dem Brand aus? Es hat sich jetzt noch ein weiterer Baum entzündet. Ja, müssen wir mal kurz abwarten, wie sich das alles noch entwickeln wird. Höre. Okay, was gibt's? Verstanden. Erwarte Befehle. Zu Befehl. Was gibt's? Okay. So, einmal bitte um den Baum kümmern, damit der Wald hier jetzt hier nicht noch anfängt zu brennen. Ich sehe gerade auf der Karte, wir haben hier noch eine verletzte Person im Wald. Wir brauchen nochmal dringend einen Notarzt, der sich darum kümmert. Ja. Ich weiß jetzt nicht, wie die Person sich da hinten angefunden hat. Keine Ahnung. Da möchte ich gerne, dass die mal hier auf den Rastplatz kommen. Die Gaffer, beziehungsweise Beteiligten. Der Rettungstransportwagen bringt das Opfer zur Krankenstation in der Basis. Was geht's? Hier wird noch eine Person aus dem Passat befreit. Notarzt ist schon auf dem Weg, kommt zur Behandlung. Die Person wird behandelt, sehr schön. Wir müssen verletzte Personen im Einsatzgebiet schnellstmöglich versorgen, ehe sie sterben. Was geht's? Verstanden. Notarzt kann jetzt die Person auch dementsprechend versorgen. Höre. Lebt sie noch? Höre. Ja, sie lebt noch, perfekt. Die Person da hinten wird auch noch behandelt. Wir brauchen nochmal die Autobahnpolizei, die sich hier um die Technik der Autobahn kümmert. Irgendwie haben die Funktionen hier nicht richtig funktioniert. Die Warntafeln. Autobahnpolizei bzw. der Techniker ist schon auf dem Weg. Hier wird noch eine weitere Person aus dem Pkw befreit. Wird gemacht. So, die Schaulustigen haben wir auch weggebracht. Was gibt's? Hier ist noch eine Person befreit worden. Erwarte Befehle. Was geht's? Ist in Arbeit. Höre. Wir haben noch eine Person im Pkw. Erwarte Befehle. Ist in Arbeit. Bin bereit. Verstanden. Können wir direkt einen mit der Trage in den Wald schicken. Jawohl. Kann natürlich gut auch sein, dass die Person, ein Beifahrer oder so, im Smart war, der gegen den Baum geprallt ist und insofern aus der Scheibe geflogen ist und da hinten gelandet sein kann. Leute, es ist alles möglich, gerade bei sowas. Ich weiß, es ist nicht gerade sehr amüsant, aber es kann alles passiert sein. Dementsprechend will ich da jetzt auch nicht so viel von reden. Kein Problem, in Ordnung. Ja, wir müssen die Person, wir haben leider nur zwei Rettungswagen, deswegen müssen wir uns erstmal um die Person alle kümmern. Um ein Bild von der Lage deren Gesundheit zu haben. Zu Befehl. Dann können wir ja schon mal, Techniker müsste ja schon bereits vor Ort sein. Ja. Warte mal, wir können das Auto doch auch so parken, ne? Na gut, können wir nicht. Alles klar.
So, dann kann der Techniker sich mal hier um die... Wir müssen theoretisch auch diese Xe weg sein, weil wir müssen ja den Verkehr eigentlich umleiten. Das geht ja mit der Polizei auf der Autobahn eigentlich nicht. Bis jetzt haben wir alle Brände gelöscht. Der Rettungstransportwagen bringt das Opfer zur Krankenstation in der Basis. Dann hätte ich gerne nochmal drei Abschlepper. Ist in Arbeit. So. Die Person ist behandelt, da kann der Notarzt doch direkt mal hier wieder mitarbeiten. Zu Befehl. Ja, ich war mir jetzt nicht sicher, warum die Person da hinten im Wald ist. Es kann auch sein, dass die Person sich da hinten hingerettet hat. Aufgrund des Feuers. Jawohl. Bin bereit. Zu Befehl. München, München Hauptbahnhof. Ja, in dem ersten Video haben wir, glaube ich, eine Bronzemedaille bekommen. Im zweiten Video vom Brandstifter dann eine Silbermedaille. Deswegen hoffe ich, dass wir jetzt hier mal eine, ja, dementsprechend Goldmedaille bekommen. Wir werden es sehen. Bin mir da jetzt auch nicht sicher. Kann alles passieren. Bin bereit. Zu Befehl. Ja, und hier überall natürlich diese Blutspuren. Das ist natürlich krass, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch mit meinen Vermutungen hier mit dem Smart. Kann alles sein, Leute. Aber bitte rastet deswegen jetzt nicht wieder aus in den Kommentarenbereich. Ich finde das aber gut, dass die Fahrzeuge so detailliert sind. Ich meine, die sind bestimmt allen nachempfunden, aber Emergency hat wahrscheinlich nicht diese Rechte dafür. Meiner Meinung nach. Erwarte Befehle. Wo ist denn der andere Kollege mit der Trage? Ach da. Gut. Okay. So, dann ist der nächste Rettungswagen. Der Rettungstransportwagen bringt das Opfer zur Krankenstation in der Basis. Verstanden. Können wir hier auch nochmal absperren. Ist auch schön, dass der RTW da durchkommt. Das gefällt mir. Kein Problem. Erwarte Befehle. Jawohl. So, wir haben jetzt alle Personen gerettet. Keine Person ist verstorben hier. Das ist eher glücklich. Und insofern haben wir eigentlich alles gut überstanden hier. Wir müssen nur noch die PKWs abschleppen. Und ich meine, das ist ja Nebensache. Lieber Sachschäden anstatt Personenschäden. Ganz einfache Geschichte. Die Gaffer bzw. Ersthelfer oder halt auch Beteiligte haben wir auch erstmal entfernt von der Unfallstelle. So, wir gucken uns das Ganze mal an, wie es da mit dem Ingenieur eigentlich vorangeht. Was gibt's? Den müssten wir ja auch hier irgendwo haben. Da hinten. Genau, jetzt sind hier die Tafeln natürlich umgeleitet, der Verkehr wird umgeleitet und fährt jetzt dementsprechend halt woanders lang. Zu Befehl, ja? Sieht man ja hier, fährt jetzt durch die Stadt, wird umgeleitet über den Rastplatz. Wird erledigt. Den schicken wir jetzt auch mal hier in der Nähe. Wie viele verletzte Personen haben wir noch? Eine, das heißt, einen Rettungswagen brauchen wir noch. In Ordnung. Ach ja, Abschlepper brauchen wir natürlich auch wieder. Kein Problem. Aber ich verstehe nicht, warum das hier so Blitze heißen. Ich dachte erst, man muss die Batterie abklemmen, aber ich glaube, so realistisch ist es nun auch wieder nicht. Erwarte Befehle. Jawohl. Ja? Okay. So, Abschlepper wieder eingetroffen. Können wir hier direkt die nächsten... Erwarte Befehle. Wird erledigt. Bin bereit. Fahrzeuge abschleppen lassen. Okay. Was gibt's? Wird gemacht. Was gibt's? Ja, cool, jetzt hat er den mit der Seilwinde wahrscheinlich schön weggezogen. Hier wird er auch gerade hochgehoben, der PKW. Coole Animation, die Animation gefällt mir echt gut. Da ist echt nichts dran auszusetzen. Das heißt, ich möchte mal bitte den Gefahren-LKW hier weghaben. Erwarte Befehle. Bin bereit. Bin bereit. In Ordnung. Ja? Der Rettungstransportwagen bringt das Opfer zur Krankenstation in der Basis. Gut. Auch hier der Gefahren-LKW hat sich jetzt ein bisschen verkleinert, wurde aber dafür halt dementsprechend auch verpackt, sage ich jetzt mal.
Verstehe auch, wie gesagt, nicht, warum man hier zwei Rüstwagen hat, anstatt, ja, ein HLF, tankless Fahrzeug, gerade auf einer Autobahn, ist ein wasserführendes Fahrzeug natürlich nicht verkehrt. In Ordnung. So, wir haben jetzt nur noch halt diesen einen Punkt offen, dass wir die Fahrzeuge abschleppen und dann hat sich dieser Einsatz auch. Wenn euch das Video auf jeden Fall wieder gefallen hat, lasst wieder gerne ein Like da, schreibt eure Meinung in die Kommentare. Ja, ich finde das Blaulicht auch nicht so geil, aber dafür finde ich es cool, dass es sich schön reflektiert. Und das Feuer sieht natürlich auch sehr, sehr cool aus. Erwarte Befehle. Wird erledigt. Erwarte Befehle. Höre. Verstanden. Ja, Leute, wenn ihr wisst, um welches Fahrzeug es sich handeln könnte. Also das ist auf jeden Fall ein VW Passat. Das habe ich von Anfang an gesehen. Sieht man ja auch gerne an den Lichtern. Das ist ein Smart, der jetzt abgeschleppt wird. Und das ist hier ein Citroën oder so, keine Ahnung. Bin mir da jetzt auch nicht sicher, will jetzt auch nichts Falsches sagen. Wir haben hier die Einsatzstelle schön abgesperrt mit Flatterband. Finde ich persönlich auch ganz cool. Hier haben wir noch einen PKW, aber der ist, glaube ich, nicht involviert. War wahrscheinlich ein Ersthelfer oder halt ein Gaffer. Aber immerhin wurde hier die Rettungsgasse freigehalten, dass die Einsatzkräfte hier schön an den Einsatzort gekommen sind. Ist ja nicht alltäglich, ne? Verstanden. Bin bereit. Höre, ist in Arbeit. Bin bereit. Wird gemacht. So, perfekt. Dann kann ja der Ingenieur auch erstmal wieder abrücken. Wird gemacht. Höre. Kein Problem. Höre. Sofort. Passat kann jetzt auch wieder abtransportiert werden. Wenn es irgendwie möglich ist. Perfekt. Polizei bleibt noch am Einsatzort, wird das Ganze mal aufnehmen und weiter recherchieren, was jetzt hier genau die Unfallursache war, genau. Bin bereit. Warnblinker funktionieren auch. Ja, wie gesagt, in der Biberfelde-Modifikation habe ich von Emergency 4 habe ich auch sehr viele Autobahneinsätze aufgenommen und die kamen ja auch relativ gut an. Ich hoffe, das Video kommt auch wieder gut an. So, sehr schön. Kann das Fahrzeug auch wieder abrücken. Sofort. Der Rüstwagen. Na gut. Sieht hier aus, als ob der Streifenwagen hier so einen Drift gemacht hat. Hervorragend. Sie haben beim Einsatz einen kühlen Kopf bewahrt und die Situation unter Kontrolle gebracht. Gut, warum wir jetzt auch immer eine Bronzemedaille bekommen haben, kann ich mir nicht erklären. Wahrscheinlich habe ich einfach zu lange gebraucht. Ja, nichtsdestotrotz. War es eigentlich eine ganz coole Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Euch auch gefallen so. Und ja, das war's mit dem Video. Macht's gut, haut rein. Euer Kev.